Mein Name ist Jörg Kollecker von Martin Maschinenvertrieb und heute haben wir uns mal vorgenommen, euch das ein oder andere Gerät zur Wildkrautbeseitigung zu zeigen. Und zwar sind wir einer der größeren Kommunalhändler in Niedersachsen und Bremen und mittlerweile haben wir eine riesen Auswahl an Wildkrautbürsten bei uns am Lager und im Programm. Wir sehen hier eine Aufsitz-Wildkrautbürste von Kramer. Wir haben unterschiedliche Varianten für Freischneider in den Größen und für unterschiedliche Leistungsklassen. Und hier können wir einfach schon mal sehen, von der Akkumaschine über eine Wildkrautbürste mit Fangkorb, unterschiedliche Bürstensysteme, über leichtere handgeführte Geräte, auch wieder Akkuantrieb. Es gibt Varianten mit Drahtbürsten, es gibt Varianten mit Kunststoffbürsten und als Teller mit einzelnen Wechselsystemen, mit Zöpfen. Und da sind wir halt die Spezialisten, um eure Flächen sauber zu halten, um euch die richtige Technik zu verkaufen. Wir werden jetzt hier nur einen ganz kleinen Einblick mal nehmen. Und wenn ihr eine Maschine genauer kennenlernen möchtet, wenn ihr sagt, Mensch, Martin Maschinenvertrieb, zeigt uns doch mal diese oder jene Maschine, da möchten wir mehr zu wissen, dann werden wir da in einzelnen Videos näher zu eingehen, gehen dann auch auf die Fläche, zeigen euch, wie die Maschinen arbeiten, wo die Vor- und die Nachteile sind. Und das ist jetzt euer Job, unten an den Kommentaren uns zu sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Infos zu speziellen Maschinen. Und ich würde jetzt nur mal eine ganz kleine Kurzvorstellung machen, so dass das Video auch nicht allzu lang wird und es langweilig wird für euch. Und wir starten mal hier. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Das hier ist eigentlich das, was wir schon seit vielen Jahren kennen. Das ist ein Vorsatz für einen Freischneider. Wenn ich damit im Einsatz bin, sollte man irgendwo einen Schutz drumherum haben, weil hier können Steine wegfliegen, wie bei allen Systemen. Das heißt, die Handgeführten haben auch einen Schutz dran. Und wenn ich jetzt Pflasterflächen habe, die ein bisschen sensibler sind, gibt es zum Beispiel auch Kunststoffbürsten dafür, so dass ich halt wenig Schaden an den Steinen verursache und möglichst wenig Schleifspuren mache. Man muss aber hier beachten, dass natürlich Kunststoffborsten wahnsinnig schnell abgenutzt sind und runtergerubbelt sind. Da brauche ich halt mehr an Bürsten. Aber diese beiden Systeme gibt es auch halt bei vielen handgeführten Maschinen, so dass ich auch bei den Geräten teilweise Kunststoffbürsten einsetzen kann. So, wenn wir hier jetzt mal starten, hier haben wir als erste Maschine die Variante von AS, die AS30 Vitex. Was hier an der Maschine dabei ist, wir haben einen Akkuantrieb, das heißt, ich kann hier sehr leise arbeiten und ich kann die Maschine auch sehr gut im Auto transportieren, weil ich halt nichts an Kraftstoff und Öl dabei habe. Die AS30 ist sehr kompakt aufgebaut. Im Notfall kann ich die noch halbwegs gut alleine handeln und in einen Transporter setzen. Und bei der AS30 arbeiten wir mit einem Bürstenteller, der aus dem Betonbau kommt, sehr robust ist. Und hier tausche ich halt den Teller komplett aus. Das heißt, wenn ihr mehr wissen wollt, AS30 Vitex Akku, gebt uns die Info, dann gibt es da ein Einzelvideo, ein Spezialvideo. So, bei dieser Variante haben wir die Akkumaschine von Gepa. Gepa sieht so ein bisschen aus wie ein Rasenmäherchassis. Ich habe vorne ein Führungsrad, hinten zwei große Fahrräder oder zwei große Räder. Ich habe einen Fangkorb dabei und wenn wir von unten drunter gucken, dann kann man es schon sehen. Hier habe ich im Grunde genommen einen Kopf dran mit losen oder mit Kunststofffäden wie bei einem Freischneider. Und diese Maschine mäht im Grunde genommen das Unkraut in den Fugen ab. Durch die Neigung komme ich tiefer oder weniger tief rein. Und das ist im Grunde genommen, ja, wenn man so will, ein Unkrausrasenmäher für Pflasterflächen. Und das wird halt ins Gehäuse reingeschmissen. Und es gibt für die Maschine auch einen Randstreifenmäher, sodass ich an den Kanten nochmal einen extra Kopf habe, der auch noch abmäht. Die Höhenverstellung hier halt über den Bodenzug vorne, so dass ich es einstellen kann. Das ist halt die Maschine von Gepa, auch mit Akkuantrieb oder wenn man möchte mit Benzinmotor. Dann haben wir hier die Maschine von Iseki, die Iseki Wildkrautbürste, die 501. Und hier arbeiten wir mit sechs Zöpfen auf der Maschine. Die sind einzeln austauschbar und arbeiten dann die Fläche ab.
Ich habe hier einen Schutz drauf auf der linken und auf der rechten Seite, so dass möglichst wenig wegfliegen kann. Und das, was ihr eben schon gesehen habt, ich kann den Kopf seitlich verstellen, so dass ich im Randbereich arbeiten kann. Und das Ganze arretiere ich hier hinten, so dass es fest ist. Und habe damit eine leichte, kompakte Maschine für die Wildkrautbeseitigung. Als nächste Variante, die wir euch vorstellen können, haben wir hier die Tierbürger Wildkrautbürste. Hier ist es so, dass der Bürstenteller ganz etwas größer ist. Wir arbeiten mit 10 Steckbüscheln. Das heißt, wir können etwas mehr Fläche machen. Der Bürstenteller hält ein bisschen länger. Auch hier ist es wieder so, dass ich an beiden Seiten eine Abdeckung fahren kann. Oder wenn ich im Randbereich arbeite, klappe ich es hoch, kann da frei fahren. Diese Maschine ist ausgerüstet mit einem Honda GXV-Motor, das heißt mit einem starken Motor, um da auf der Fläche arbeiten zu können. Ja, die nächste Variante ist die AS50 Wildkrauthexe. Die dürfte vielen Anwendern schon bekannt sein, weil die Maschine ist schon im Grunde genommen der Opa auf dem Markt. Ist eine Wildkrautbürste, die es schon sehr lange gibt. Und hier ist es so, wir arbeiten halt mit 2 Büscheln da dran. Und da ist eine Mimik dran. Durch die Drehzahl kriegen die Büschel Bodendruck und bürsten die Fläche ab. Auch hier ist es so, dass die Maschine das Kraut oder die Dinge von der Fläche aufnimmt und in den Fangkorb hinten wirft. Und das ist eigentlich eine Maschine, die sehr gut für die Pflege, für die Unterhaltspflege ist. Und auf ganz großen Flächen, wenn viel Material drauf ist, würde ich eher eine Standard-Wildkrautbürste nehmen. Ja, dann haben wir hier eine Neuheit. Die ist im letzten Jahr das erste Mal vorgestellt worden. Es ist eine Wildkrautbürste von Westermann, auch mit dem starken Honda GXV-Motor ausgerüstet. Hier ist es jetzt so, es sind 3 unterschiedliche Bürstenträger montiert. Und der Bürstenteller ist im Grunde ein Planetengetriebe, sodass sich die einzelnen kleinen Bürstenhalter um die eigene Achse drehen und auf dem Teller im Großen nochmal, sodass wir eine sehr gute Reinigung auf der Fläche hinkriegen und sich die Maschine auch sehr gut führen lässt. Das ist die Maschine von Westermann, auch da einfach die Info an uns. So, die nächste Variante, die wir hier haben, ist eine Maschine von Michaelis. Da kommen wir schon in den Profibereich rein und Michaelis hat die Maschine ausgerüstet mit einem Kofferakku. Und das Spannende an diesem System ist halt, dass ich hier ein Powerpack drin habe. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man viele Dinge, die man mit einem Akku antreibt, über das gleiche Powerpack fährt und dass einfach an unterschiedlichen Stationen diese Koffer bereitstehen. Ich kann, wenn der Koffer leer ist, mir einen neuen, einen vollgeladenen einladen und kann diesen Koffer abstellen, sodass man da mit einem Wechselsystem im Einsatz ist und leistungsstark mit einer Wildkrautbürste arbeitet. Bei Michaelis ist es so, dass wir auch einen festen Bürstenteller haben und wir arbeiten hier mit Flachdrahtzöpfen. Das heißt, die Zöpfe sind noch mal ein bisschen aggressiver in der Fuge und holen das noch ein bisschen tiefer raus. Und das ist mit dem System. Der Schutzvorhang ist hier an der Seite, der ist einstellbar. So, ganz neu bei uns im Programm und auch bei Kramer im Programm ist der Kramer Servo. Hier ist es so, dass man große Flächen halt mit einem Aufsitzmäher abfahren kann, mit einer Anbau-Wildkrautbürste dran. Ich habe hier vorne 2 Wildkrautbürsten-Teller montiert und das ist natürlich wahnsinnig komfortabel, wenn ich große Flächen habe. Wir haben die schon einmal im Test gehabt, da haben wir wirklich einen ganz wilden Bewuchs mal uns vorgenommen und da waren wir wirklich sehr überrascht und sind dadurch auch sehr überzeugt, dass die Maschine wirklich was kann und wirklich gut arbeiten kann. Eine so eine Geschichte ist hier zum Beispiel, dass man mit einem Klick, wenn es verschlissen ist, den kompletten Bürstenteller tauschen kann. Wenn ich jetzt im Einsatz bin als Profi, nehme ich halt einen anderen Teller, stecke den dran, verklipse ihn wieder, arbeite weiter und kann ganz normal in der Mittagspause oder abends zu Hause auf der Werkbank die einzelnen Zöpfe austauschen, sodass ich vor Ort keine Schraubarbeiten habe. Und das ist halt so die Variante. Wenn ihr mehr wissen wollt zu dem Kramer Turno Servo mit Wildkrautbürstenvorsatz, schreibt uns das auch einfach rein und wir arbeiten die Anfragen Stück für Stück ab und gehen für euch in den Staub, auf die Fläche, ins Gelände und erzählen euch mehr zu den Maschinen im Einzeltest.
Puh.